Hallo ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti mit einer Wochenbotschaft. Ein bisschen später als sonst, immer noch rechtzeitig für die Woche, ja, sodass du dich jetzt einrufen kannst. Aber es ist ein Ticken später als sonst, weil ich ja am Wochenende meinen Money Matrix Workshop gegeben habe. Das war unfassbar. Wir hatten wirklich so eine gute Zeit. Kannst ja mal schreiben, vielleicht warst du ja sogar live dabei. Dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Aber es war wirklich wundervoll und es erfüllt mein Herz zu sehen, wie viele Menschen sich auf dem Weg machen, finanziell etwas für sich zu verändern und damit auch für die Welt. Ja, weil das Geld darf sich umverteilen. Es darf mehr zu uns bewussten Menschen, zu den spirituellen Menschen. Und diese Umverteilung, damit die geschehen kann, bedarf es einfach der inneren Arbeit und es bedarf einfach, sich mit der Thematik Geld zu befassen und Spiritualität und irdischen Erfolg zusammenzubringen. Und das war wunderschön, ja. Falls du sagst, oh, ich war nicht dabei, schade. Und eigentlich ist es auch mein Calling, mit dem Thema Geld was zu verändern und wirklich für mich den Geldfluss freizuschalten, dann komm gerne in meinen 4 Wochen Raum The Joyful Money Game. Da ist nämlich die Aufzeichnung vom Workshop inkludiert und wir reisen wirklich 4 Wochen gemeinsam. Also so ein richtiger Deep Dive. Du findest den Link dazu einfach in der Infobox. Okay, und jetzt starten wir rein in die Wochenbotschaft und wir machen es so, dass wir erstmal so uns mit den Hauptenergien befassen, mal die Hauptenergien uns anschauen, bevor wir in 3 spezielle Situationen für die kommende Woche reinstarten, beziehungsweise für diese Woche, weil sie hat ja jetzt schon begonnen. Und ja, mach's dir ganz, ganz gemütlich mit einem Kaffee, mit einem Tee, ja, genieß die Zeit für dich und gerne schließ einmal kurz die Augen. Nimm 3 tiefe Atemzüge in dein Becken bis ganz nach unten. Einmal die ganze Wirbelsäule entlang sozusagen den Atem fließen lassen bis in dein Becken. Und öffne dich für das Empfangen der Informationen. Ich bitte um klare Botschaften und wir schauen rein und gucken mal, was ist die Hauptenergie? Was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Okay, wir haben die 4 der Kelche, da gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte aber zuallererst noch die passenden Orakelkarten dazu ziehen. Auch hier bitte klare Botschaften. Was ist die Energie für diese Woche? Was ist die Energie für diese Woche? Wir haben den Vollmond in der Waage, finde dein Gleichgewicht, okay. Und dann nehmen wir noch hier das schamanische Orakel dazu und auch hier bitte klare Botschaften. Was sind die Energien für diese Woche, fürs Kollektiv? Schon wieder der Röhrenknochen, die Belehrbarkeit. Okay, sehr, sehr spannend. Was ich hier schon mal sehe, ja, für uns hier, für die kommende Woche, ist einmal hier gerade durch die 4 der Kelche auch und den Röhrenknochen mit der Belehrbarkeit, habe ich hier das Gefühl, dass das Leben dir Situationen schickt, aus denen du etwas lernen kannst, dass dir das Leben auch Geschenke schickt, die du aber nicht ganz sehen willst vielleicht oder sehen kannst. Ja, wo du in der Energie bist von Ablehnung, vielleicht ist irgendwas in den letzten Tagen nicht so gut für dich gelaufen zum Beispiel, ja, du bist so sehr zurückgezogen, du hast gerade gar keine Lust, dass von außen irgendwas kommt, ja, und es könnte sein, dass du durch diese Haltung Geschenke verpasst, die dir das Leben aber schicken will, jetzt in dieser Woche. Und es geht jetzt hier darum, dass du vor allem auch offen bleibst für Geschenke des Lebens und Botschaften des Lebens, die anders kommen, als du es erwartet hast. Ja, vielleicht hast du gedacht, wenn ich das und das mache, dann ist das das Ergebnis. Und du wartest die ganze Zeit genau auf dieses Ergebnis. Aber das Leben sagt, ja, du hast das und das gemacht, aber ich schicke dir dieses Ergebnis oder dieses Geschenk, was anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Ja, wir kennen das alle, oder? Wir arbeiten an einer Sache, damit ein Ergebnis rauskommt. Und manchmal ist es so, dass das, was wir als Ergebnis erwarten, manchmal gar nicht das Beste für uns ist. Und das Leben sagt, du, ich habe hier eigentlich was viel Besseres für dich, aber du musst auch offen sein, es anzunehmen. Also sei hier auch offen,
anzunehmen, womit du nicht gerechnet hast, andere Dinge anzunehmen, ja, und hier dadurch wirklich in die Energie reinzugehen von mir wird die ganze Zeit was geschenkt, ja. Also dir werden Geschenke offenbart. Kannst du sie annehmen, ist hier die große, große Frage, ja. Und es kann auch sein, dass du Menschen in dieser Woche begegnest, die so deine Geschenke auch nicht annehmen wollen, ja, weil das ist ja eine kollektive Energie, das heißt, die ist bei dir und die ist bei anderen, diese Energie, das heißt, dir könnte im Außen auch genau das begegnen, dass Menschen deine Gaben nicht so annehmen wollen, wie du es dir wünschen würdest, deine Liebkosungen, deine lieben Worte, all das, ja, dass auch hier die das nicht so annehmen, wie du es gerne gehabt hättest und auch hier drin könnte ein Geschenk für dich liegen, ja. Die Frage ist einfach immer nur, ob wir das erkennen können, dass das Leben uns in jedem Moment Geschenke schickt, aber manchmal eben auf andere Art und Weise, als wir es gerne hätten. Der Vollmond in der Waage findet ein Gleichgewicht. Er sagt auch mir hier für die kommende Woche, Balance ganz, ganz wichtig. Ja? Also einmal die Balance auch zwischen Nehmen und Geben, die Balance zwischen aktiv und passiv. Also hier könnte es auch sein, du hast dich vielleicht sehr verausgabt in den letzten Tagen. Und es geht jetzt auch wieder darum, dass du wieder mehr in dein Gleichgewicht kommst. Und in dem Moment, wo du auch mehr in deinem Gleichgewicht bist, wieder in deiner inneren Ausgeglichenheit, kannst du auch wieder viel, viel mehr die Geschenke des Lebens überhaupt sehen. Weil vielleicht bist du auch gerade so überarbeitet, dass du sagst, ich habe gerade gar keine Lust auf gar nichts. Ja? Lasst mich alle in Ruhe leben, lasst mich in Ruhe, ich muss mich ausruhen. Ja? Und ja, ruh dich aus, finde dein Gleichgewicht. Vielleicht hast du dich aber auch sehr lange ausgeruht und jetzt geht es darum, wieder mehr in die Aktion zu gehen. Prüf das für dich selber, aber hier geht es ganz viel um das Ausgleichen der Kräfte und um Geschenke, die sich anders dir zeigen, als du es erwartet hättest. Ja? Diese Geschenke, auch hier nochmal wichtig, bergen aber eine große Chance, eine schicksalhafte Veränderung für dich und tendenziell auch die Energie von Neubeginn, weil wir hier den Magier und das Rad des Schicksals als Karte drunter liegen haben, wenn wir die 8 und die 2 zusammennehmen. Das heißt, hier geht es wirklich um eine große Veränderung, die anders kommen könnte, als du denkst, ja, als das, womit du rechnest. Okay, sehr, sehr spannend. Dann lasst uns doch mal reinschauen in die erste Situation. Ich lege drei Situationen, die können zusammenhängen, müssen sie aber nicht. Es können drei einzelne Situationen für dich auch sein. Vielleicht treffen auch nicht alle drei auf dich zu. Wir sind ja hier in einer kollektiven Legung. Aber am Ende des Tages, wir wissen es ja noch nicht, weil die Woche liegt ja noch vor uns. Also öffne dich einfach mal für die Botschaften. Und ja, Botschaft Nummer 1 bitte. Botschaft Nummer 1 bitte. Situation Nummer 1 bitte. Situation Nummer 1 bitte. Die Karten sind gerade sehr konfus. So, nochmal. Situation Nummer 1 bitte. Und da ist der Stopp. Und wir schauen uns Situation Nummer 1 an. Wow, die 9 der Münzen. Okay, sehr, sehr nice. Was ich hier sehe, ist, dass sich ein Einsatz auszahlt für dich. Du hast Einsatz geleistet, du hast dein Herz auf eine Sache geschmissen, du hast in einer Angelegenheit wirklich dein Feuer aktiviert, alles gegeben, alles reingegeben. Du bist wirklich deiner Leidenschaft, deiner Freude, deiner Sehnsucht auch ein Stück weit nachgegangen und du hast wirklich, ja, dein Herz auf die Sache geschmissen. Du hast wirklich alles, 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 alles gegeben. Und jetzt könnte es sein, ganz, ganz spannend, dass sich aktuell es noch nicht zeigt, dass es sich auszahlt und du deswegen so ein bisschen schmollig bist, im Rückzug bist, ja. Aber die Karten zeigen mir hier, es wird sich auszahlen. Du kannst die Früchte ernten von einer Sache, wo du wirklich alles gegeben hast. Und du wirst diese Früchte in dieser Woche ernten können, ja. Schauen wir noch mit den Lennys näher rein. Einmal mit den Lennys bitte hier die näheren Botschaften. Einmal bitte mit den Lennys die weiteren Botschaften. Okay, ja. Du hast in irgendeiner Form alles gegeben,
hinsichtlich, wie soll ich sagen, du wusstest nicht, was rauskommt. Du wusstest einfach nicht, was dabei rauskommt. Aber du hast trotzdem alles gegeben. Dir wurde noch nicht mal irgendwas in Aussicht gestellt, nichts versprochen. Aber du hast gesagt, es ist mir egal. Ich will da alles geben und ich lasse mich einfach darauf ein, was dann auch immer kommen mag. Und was ich hier sehe, ist tatsächlich das, was zu dir zurückfließt, das, was du jetzt ernten kannst, ist von langfristigem Bestand. Also gerade für die, die auf eine Beziehung hier schauen, habe ich hier, dass du wirklich alles gegeben hast, obwohl jemand sich verschlossen gehalten hat, obwohl jemand sich nicht in die Karten hat blicken lassen. Und das wird sich für dich auszahlen, ja, hinsichtlich Beziehung, hinsichtlich langfristiger Beziehung, Partnerschaft und so weiter. Aber auch für alle, die auf andere Themen schauen. Ich habe hier diese Energie auch im Job, ja, wo du einfach vielleicht das Gefühl hast, ich blicke nicht dahinter, was es genau braucht, damit ich den nächst besseren Job bekomme, damit ich den Kunden bekomme, damit ich mit meiner Selbstständigkeit erfolgreich werden kann. Ja, gefühlt konntest du nicht so richtig erkennen, was es braucht, aber du hast trotzdem bist du dran geblieben. Und auch hier zahlt es sich aus, und zwar in Form auch von langfristigen Verträgen, in Form von langfristigen Kundenbeziehungen. Also du kannst wirklich hier die Früchte ernten, was unglaublich schön ist. Und es wird auch dir das Gefühl geben, oh, ich kann mich entspannen, das ist jetzt hier was Solides und ich kann jetzt wirklich mal in den Genuss, in die Ernte gehen, ja. Und vielleicht auch dadurch wieder mehr in dein Gleichgewicht, weil du hast wirklich viel für eine Sache gegeben. Das sehe ich hier. Okay, lass uns mal in die nächste Situation reinsehen. Was ist die nächste Situation, die wir hier in dieser Woche haben fürs Kollektiv? Einmal bitte die nächste Situation fürs Kollektiv. Einmal bitte die nächste Situation fürs Kollektiv. Okay, Übrigens, tut mir leid, wenn ihr es ein bisschen klopfen hört. Hier auf Kupangan wird so viel gebaut um einen herum, egal wo man wohnt. Das kann man fast gar nicht vermeiden. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon dazu gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Also, wow, es hat es in sich. Hier geht eine belastende Situation zu Ende. Ja? Das könnte auch die belastende Situation sein, dass du immer gegeben hast, gegeben hast, gegeben hast und es kam nichts zurück. Es kann aber auch etwas völlig anderes sein. Hier geht aber eine belastende Situation zu Ende. Eine Belastung, etwas, was dich hat auch nachts wach liegen lassen. Etwas, was wirklich mental sehr herausfordernd für dich war in der letzten Zeit. Und diese Situation geht in dieser Woche zu Ende. Sie erlöst sich. Und zwar durch eine innere Klarheit, die du bekommst. Durch die Gelegenheit auch für ein klärendes Gespräch bei manchen von euch, ja, klärende Gespräche, aber auch deine innere Klarheit, wo du genau weißt, was du willst, was du nicht willst. Und ich habe hier für ganz viele, du schneidest das auch ab. Du schneidest diese belastende Situation ab, dir wird dieses Schwert der Klarheit gereicht, ja, und du kannst jetzt endlich diese Fesseln zu dieser belastenden Situation durchschneiden, ja. Bisher hat dir das Messer einfach dafür gefehlt, das Schwert dafür gefehlt. Da waren diese Fesseln und du hast sie auch schon gesehen und es ging dir nicht gut, aber du hattest kein Tool, um es durchzuschneiden. Du bekommst hier ein Tool gereicht, in irgendeiner Form. Das kann sein, du machst ein Coaching, Mentoring und bekommst dort ein Tool. Das kann sein, du bekommst einen inneren Download, eine innere Klarheit. Das kann sein, du bekommst die Chance für ein klärendes Gespräch und plötzlich kannst du das ansprechen. In jedem Fall wird dir hier ein Tool gereicht, dass du diese Fesseln durchtrennen kannst, ja. Was haben wir hier für Lennys, die drauf liegen? Um was geht es hier ganz genau? Lasst uns hier weiter reinschauen. Um was geht es hier genau? Hier haben wir eine Situation, die belastend war. Die kann mit einem Freund zu tun haben, mit jemandem, mit dem du lange schon befreundet bist. Es kann aber auch damit zu tun haben, einfach eine Situation, die, ja, wo du einfach das Gefühl hast, ich habe hier sowas, wo du sagst,
Ach, das hat aber lange jetzt ganz okay funktioniert. Und du willst irgendwie auch niemanden im Stich lassen. Du willst vielleicht auch nicht diejenige sein, die eine Freundschaft beendet, eine Beziehung beendet. Du hast so ein bisschen, du bist diese treu liebende Hund, wo du einfach sagst, hey, ich bin gern für dich da und ich bin an deiner Seite und ich will dich nicht im Stich lassen, ja? Und jetzt kommt aber der Moment, wo du bereit bist, das Ganze aufzulösen, das Ganze aufzubrechen. Es können auch allgemein langfristige Dinge gewesen sein, ja, wo du einfach einen langfristigen Job, den du schon lange sehr treu bist, diesem Job oder dieser Ausrichtung im Business oder dieser Art zu leben. Also wir haben hier so die Energie von, das hat lange funktioniert, du bist dieser Sache lange treu geblieben, aber zuletzt war es nur noch belastend für dich. Das Schwert der Klarheit, was dir gereicht wird, hat ganz viel mit Stabilität für dich zu tun. Dass du hier etwas durchtrennst, was nicht mehr gut für dich war, nicht mehr stabil für dich war, damit du in dir wieder diese Ruhe findest, dass du in dir wieder diese Stabilität findest. Und bei dem einen oder anderen haben wir hier auch die Klarheit in einer häuslichen Situation, also innerhalb der Familie, innerhalb einer bestehenden Partnerschaft, Seelenfrieden. Zu Hause den Hausfrieden wiederherstellen, beziehungsweise Belastungen durchtrennen, Gewohntes zu beenden und neue Standards zu setzen, eine neue Energie in das Zuhause bringen, im Zuhause innerhalb der eigenen vier Wände für Klarheit schaffen, sorgen und eben hier vor allem im familiären Bereich, aber auch im Bereich der Stabilität, ja. Das heißt, es könnte sein, hier, um nochmal Bezug zu nehmen auf das, dass hier eine belastende Situation nochmal so wie zum Höhepunkt kommt. Du das Gefühl hast, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber das eigentlich das Geschenk ist, weil es das braucht, damit du endlich dieses Schwert der Klarheit zücken kannst und hier wirklich für einen neuen Abschnitt sorgen kannst, ja. Und hier geht es auch ganz viel um das Thema Gleichgewicht, dass du wieder in deinem Zuhause in Gleichgewicht kommst. Gefühlt ist hier irgendwas, was mit deinem Zuhause zu tun hat, nicht im Gleichgewicht, was mit deinem Seelenfrieden zu Hause zu tun hat, nicht ganz im Gleichgewicht, ja. Das muss nicht sein, dass du mit dieser Person zusammenlebst oder ne, dass es damit was zu tun hat. Aber ich habe hier so ein Bild. Auch wenn du zu Hause bist und eigentlich dich entspannen könntest bei einer Tasse Tee und einem guten Buch, gibt es hier eine belastende Situation, die dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und in dieser Woche löst sich das aber auf. Und das hat was zu tun eben, dass es schon sehr lange so geht oder tatsächlich mit einem Partner, mit einer Freundin, wo es um langfristige Freundschaften geht, wo du einfach merkst, das geht so nicht mehr. Nicht auf diese Art und Weise. Okay. Was ist die dritte Situation? Was haben wir hier als dritte Situation? Was haben wir hier als dritte Situation? Wir haben den Pagen der Kelche und die Sechs der Münzen. Ui, das ist aber schön. Also, was ich hier habe, ist tatsächlich jemand, reicht dir etwas? Jemand reicht dir die Hand der Versöhnung. Jemand reicht dir die Hand, um wieder in den Flirt einzusteigen. Jemand möchte dich unterstützen. Jemand möchte dir Gutes tun. Jemand möchte dir helfen. Also ich habe hier definitiv diese Energie von, jemand möchte sich um dich kümmern. Kannst du es annehmen? Ja? Natürlich kann es auch für den einen oder anderen darum gehen, dass du dich um jemanden kümmerst, dass du jemandem etwas reichen möchtest. Ja, und dann hatten wir hier so die Energie, es kann sein, der andere nimmt es nicht an. Ich habe hier aber tatsächlich für die allermeisten, kriege ich das so klar rein, jemand will dir was geben. Jemand will für dich da sein. Das Leben will dir was geben. Also hier haben wir ganz viel diese sehr, sehr schöne Energie, wo es darum geht, Dinge, guck mal hier, die Waage wieder in den Ausgleich zu bringen. In einer Sache, wo du viel gegeben hast, fließt etwas zu dir zurück. Erinner dich, das gehört hier auch durchaus energetisch zusammen, selbst wenn es zwei getrennte Situationen sind. Du fährst hier die Ernte ein, deine Arbeit. Und auch hier habe ich
es stellt sich ein Gleichgewicht her, wo du immer vielleicht die Fürsorgliche warst, wo du viel gegeben hast, viel investiert hast, wo du die Starke warst, der Starke warst, fließt etwas zu dir zurück, jemand kommt auf dich zu, jemand kommt wie aus dem Nichts auf dich zu, höre ich, ja. Durchaus, auch wenn du hier einen Konflikt mit jemandem hast, jemand möchte sich versöhnen und jemand möchte sich deiner wieder annehmen, Kontakt wiederherstellen. Vorsichtig, aber definitiv mit der Absicht auf Liebe, Frieden, Harmonie, Flirt, ja, all das. Auch hier tatsächlich Geldfluss auch wieder. Also wir haben hier die Münzenergie, wir haben hier die Münzenergie. Also es kann durchaus auch mit Stabilität, Sicherheit und tatsächlich mit Geld zu tun haben, dass hier Geld zu dir zurückfließt, Geld zu dir kommt, jemand zu dir kommt mit der Absicht, bei dir zu investieren, weil du immer viel gegeben hast. Ja, auch das sehe ich hier. Vielleicht auch Schulden zurückzubezahlen, wenn für den einen oder anderen könnte das hier eine Rolle spielen. Ja, da kommt die Sonne in eine Angelegenheit. Also jemand kommt sehr mit einem sonnigen Gemüt auf dich zu, mit einer sehr guten Absicht, ja, mit einer sehr, sehr guten Absicht. Und es ist wichtig, dass ihr das Ausgleich zwischen euch, sagt mir hier diese Karte, es ist wichtig, dass du auch den Ausgleich zulässt, weil das ist wie Schicksal. Ihr müsst das ausgleichen, sonst werdet ihr euch nie wirklich frisch begegnen können. Das ist wie so ein Karma und es muss ausgeglichen werden. Ja? Also erlaube, dass es sich ausgleicht. Hier möchte sich etwas ausgleichen, weil es wirklich vom Leben bestimmt ist. Ja, dass ihr das miteinander erlebt, dass hier ein Ausgleich stattfinden kann. Es ist ein schicksalhafter Weg. Auch hier oben hatten wir das Schicksal, das Rad des Schicksals. Hier haben wir auch wieder die Schicksalsenergie. Also das, wer da auf dich zukommt, was da auf dich zukommt, ist schicksalhaft bestimmt. Das kann auch über dieses Leben hinausgehen, diese Verbindung. Und das ist etwas, was... Da geht es nicht einfach nur darum, ich gebe dir was, sondern das ist mehr als das. Das ist wirklich eine Seelenverabredung. Das ist eine Verabredung, die Kräfte auszugleichen. Ja? Das ist, was ich hier erlebe. Also eine positive, eine sehr positive, sehr schicksalhafte Veränderung mit einem Seelenmenschen. Ja? Was haben wir auf der Rückseite? Ja, guck mal, wir haben das Gericht auf der Rückseite. Das ist die Woche der schicksalhaften Veränderungen, auch hier, 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 wir sehen es komplett, der schicksalhaften Veränderung. Es ist die Woche, wo du aufsteigst energetisch. Ja, es ist ein Aufstieg, die Woche des Aufstiegs, des Anstiegs. Es ist die Woche auch des Wegrufs. Ja, also du wirst wach geküsst sozusagen, hier für Klarheit zu sorgen zum Beispiel. Es ist wirklich die Woche, wo du vom Leben auf ein neues Level gehoben wirst. Die Sonne, die Sonne. Es ist wirklich eine schicksalhafte Veränderung hin wirklich zu sonnigen Zeiten. Ja, und da haben wir schon wieder dich und deinen Einsatz. Dein Einsatz lohnt sich. Dein Einsatz wird sich in dieser Woche auszahlen durch Energieerhöhung, durch Anstieg, durch die Sonne, die jetzt in dein Leben kommt, durch auch wieder dadurch deine Verspieltheit. Du kannst überhaupt wieder in deine Verspieltheit kommen. Guck mal, du hast sehr viel Einsatz geleistet. Du hast sehr viel gegeben. Du hast sehr viel ausgehalten. Und jetzt gleicht sich das Ganze aus und du findest wieder zu deinem Gleichgewicht zurück. Ja? Wow, oh wow. Ich möchte gerne noch dir hier, kriege ich gerade den Impuls rein, noch hier aus dem Green Witch Orakel dir eine Karte ziehen und hier nochmal eine abschließende Botschaft für dich. Eine abschließende Botschaft für dich. Was ist die abschließende Botschaft für dich? Der Mais, guck mal. Oh nein, die 10. Wow, 10, 10 Schicksal. Ich sage es dir. Hier geht es um eine schicksalhafte Veränderung. Mais. Was kannst du vielleicht mit Mais essen? Mais hat hier
die Energie von einem Ritual. Rituale sind immer auch dafür da, dass wir wirklich eine neue Energie einladen, eine alte Energie loslassen. Also vielleicht ist es auch jetzt der Moment, wo du mit einem Ritual eine Belastung abschließen kannst, wirklich auch abschneiden kannst, durchschneiden, durchtrennen kannst, auch mit einem Ritual vielleicht das Empfangen einzuleiten. Ja, also Rituale, Meditationen, Räucherungen, so etwas könnte hier für dich richtig gut sein. Vielleicht auch wirklich symbolisch etwas zu verbrennen, etwas in die Erde zurückzugeben. Ja, guck einfach mal. Aber das zeigt mir hier diese Karte an und definitiv auch wieder hier. Es geht um einen großen Shift. Es geht hier um eine große Veränderung. Dein Einsatz wird sich auszahlen. Guck mal, dein Vertrauen zahlt sich aus auf der Rückseite. Aber Trust, du hattest viel Vertrauen in dich, du hattest viel Vertrauen ins Leben. Und es kommt zurück, ja. Öffne dich dafür, verschränk nicht die Arme, verzweifle nicht, verzag nicht, nur weil es jetzt Anfang der Woche noch nicht da ist. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, ihr Lieben. Wow, wow, wow. Also ich würde mich total freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Teile es gerne mit Menschen, die genau das gerade hören müssen. Schreib mir gerne auch, was diese Legung mit dir gemacht hat. Und abonniere den Kanal. Und gerne guck auch nochmal dir mein Angebot zum Thema Geld an. Ich würde das sehr, sehr gerne mit dir gemeinsam angehen. Ich bin da für dich. Du musst nur eintreten und es erlauben. Ich und alle anderen Frauen, die schon in diesem Kreis sind und auch Männer natürlich sind willkommen. Ja, wir heißen dich willkommen, wenn du eintreten magst. Am Mittwoch legen wir schon los mit der ersten Session. Es wird auch immer eine Aufzeichnung geben. Also selbst wenn du Mittwoch nicht live dabei sein kannst in den Sessions, gar kein Problem. Und ich bin in der Telegram-Gruppe für dich auch da. Genau. Wow, vielen Dank, ihr Lieben. Ich danke euch und ich sage auf eine wunderbar schicksalhaft, alles verändernde Woche. Die Party.